So, hier nur ganz kurz gezeigt. Mein Supermarkt. So, hier sind die 4-3 Doppelten. Ja, also die stehen hier rum. Ja, Mods habe ich auch drin, genau. Ne? Man kann ja seinen Supermarkt umbenennen. Habe ich jetzt Melens Corner genannt. Weiß nicht, ob ich den schon mal vorgestellt habe oder auch nicht. So, der Supermarkt ist prall gefüllt. Wir gehen hier runter ins Lager. Ja, das Lager ist groß. Ne, da habe ich auch den Mod, die Lagererweiterung. Und alle Regale sind voll. Sehr schön. Und ich kann mir auch den Computer wegnehmen und mir überall hinstellen. So. Wir starten mal einen kurzen Rundgang und machen mal den Markt auf. Der kann ja derweil laufen. So, ich habe den natürlich umgebaut, erweitert und hast du nicht gesehen. Und hier sind ja so, ne? Ich habe hier so die kleinen Regale genommen. Gibt ja fünfstöckige und vierstöckige. Hier habe ich halt noch vierstöckige drin. Warum eigentlich? Ach so, damit, nee. Naja. Habe ich noch nicht umgefummelt. Gut, hier sind fünfstöckige. So, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie unser Pennymarkt so. So ein bisschen so, ne? Das ist so ein bisschen dem nachempfunden, so entfernterweise, ne? Also Eckregale gibt es ja noch nicht und so. Aber ja, so, hier ist die ganze Kühlstrecke. Haben wir hier die Kühltruhen, die kennt man ja. Und hier habe ich eben andere Kühltruhen. Hier passen 16 Viecher rein, ne? Also 16 so eine Truthähne, ne? Weil für Hühner sind die Dinger zu groß. Statt 8, ne? Also doppelte Menge, kann man ja machen. So, hier ist noch ein bisschen Platz. Hier sind noch zwei Slots frei. Ne, für die Produkterweiterung, für neue Lizenzen, ne, kann ja hier auch noch was rein, was im Kühl muss. Hier ist auch noch. Ich habe ja festgestellt, dass hier von diesen Palettendingern hier, was auch immer das ist hier, ne, die Koteletts und die Steaks und die Knochen da unten, wird ja nicht so viel gekauft, weil da sind ja auch viele drinne. Ne, das können die Restocker ja nachfüllen. So, automatischen Preisupdater habe ich drinne. So, wir haben hier Milch, die kostet 2,69. Ne? Da habe ich auch ein bisschen in der Config rumgespielt, dass das alles so moderat ist. Das ist ja von Hause auf Multiplikator 1,1 oder 1,1 gestellt. Ich habe das auf 1,0 gestellt und habe dafür die Aufrundung auf 50 Pfennig gemacht, also 50 Cent. So, hier haben wir 3,99, 4. Ne, also da sind wir nicht so sehr drüber und die Kunden meckern auch nicht, dass alles so teuer ist. Ne? Ja. So. Dann habe ich hier Tag und Nacht diesen automatischen Lichtschalter nicht mehr drin. Dafür habe ich jetzt rund um die Uhr Tag. Zumindest bis 21 Uhr. Weil doch das Licht so ziemlich auf die Grafik geht. Ne? Da ruckelt denn alles und das ist nicht schön. Also da muss der Entwickler noch dran arbeiten, dass da an diesem Grafik-Dingens da noch gearbeitet wird. Aber da passiert im Moment ja irgendwie nichts. Ich muss auch sagen, es ist auch gar nicht weiter schlimm, weil die Modder, die machen aus dem Spiel eben ein richtiges Spiel. Finde ich cool. So, die Kassierer, die kassieren hier auch. Da reichen zwei, die reichen völlig aus. Inzwischen, ja, ich habe mir 135.000 schon inzwischen zusammengespielt auf Level 80. Und ja, das hat lange gedauert. Gut, was habe ich noch? Paletten. Paletten. Sonderangebote, was auch immer, ne? Hier kann man kaufen im Shop, also bei den Möbeln, ne? Und ja, und die Kunden nehmen sich davon auch. So kann man noch Regalslots sparen, ne? Hier war ja auch alles voll Milch.
und kann dann halt eben die hier positionieren. Das finde ich sehr cool. Hier passt ja auch richtig viel Ruff. Ne? Das, was so am meisten weggeht. Und das wollen wir gleich mal testen. Da stellen wir uns mal eins hier hin. Da gehen wir mal einfach in den Computer. Gehen auf die Möbel und bestellen uns eine Palette. So. Da macht mir aber zwei, ich will aber bloß eine. Und die kaufen wir mal. So. Und die stellen wir mal dahin und packen da Klopapier auf. So, Palette. Na? Hier, Klopapier. So, gucken wir mal. Die kommen wir hier gut. Ja. Ja, passt. Patsch. So. Dann holen wir uns mal hier Klopapier aus dem Lager. Hier. So. Und packen das mal darauf. Kann man ganz wie im Rebensregal draufpacken. Oh, ist nur bloß noch eins drin. Okay. So. Er schleppt die auch noch mal. Hat er noch Klopapier? Das letzte, ne? Ja. So. Das stapelt er hier auf. Na? So, müsste ich jetzt nachbestellen. Kann ich ja mal machen. Ah, er hat noch ein Klopapier. Okay. Dann ist das Lager leer, was Klopapier angeht. Das ist alles hier vorne. Gut, kann ich ja wieder nachbestellen. Werde ich denn jetzt auch mal machen, dass die das auffüllen. Das mache ich jetzt mal so von Hand. 1, 2, 3, 4. Sollte reichen. So, dann stelle ich das mal. Wieso macht er da 8 raus? Nee. 4. Gut. Dann sind die da drinnen. Und dann kann er das hier auf die Palette schmeißen. Oder eben ins Regal, da wo es eben fehlt. Ach, deswegen hat er 8 bestellt. Alles klar. Ich zeige euch auch gleich warum, wenn der Tag rum ist. Na? Der wird ja gleich wiederkommen. Mit seinem Karton. Ja, und so kann man die Paletten halt eben auch bestücken. Genau. Und dann nehmen die Kunden davon auch die Ware. Na, Uschi muss jetzt aus dem Regal krabbeln, weil bücken ist, ne? Wegen Bandscheibe und hast du nicht gesehen, sollte man ins Fitnessstudio gehen. So, mache ich ja auch. Fitnessstudio ist cool. Schmeiß rein und das andere darauf. Genau, so, ne? Klopapier wird ja immer viel gekauft, weil sie alle Angst haben. Das gibt bald nichts mehr, ne? Ja. So, gucken wir mal bei der Milch. Ja, eins fehlt hier, Kartoffelsäcke. So. Das kann man also machen. Das ist schön. So, wir warten mal, bis der Tag zu Ende ist. Ja, wie gesagt, ne? Das habe ich so ein bisschen unserem Penny nachempfunden. Also aber wirklich nur nachempfunden, ja, in allergrößter Entfernung. Aber es ist mal was anderes, als immer nur alles viereckig dahin zu pflanzen. So. Mal schauen, mal schauen. Da gibt es nämlich noch eine tolle Mod, die ich habe. Also wie gesagt, das Lager. Ne? Dann die Etiketten dran, ne? Was gerade in die Refiller, aber das kennt ihr ja alles schon, in Benutzung haben. Ne?
Und dann habe ich eine Mod hier, dass die Schilder nicht, also dass die fest sind, ne? Dass die nicht ausgetauscht werden, wenn man da jetzt was anderes reinschmeißt. Ne? Angenommen, ich nehme jetzt hier das Bleichmittel und will das da reinschmeißen, geht nicht. Weil das Schild da eben dran ist, ne? Also, wie heißt der Mod hier? Schild überschreiben, verboten oder was weiß ich. So, ne? Das verhindert wird, dass die Schilder überschrieben werden. So. Du rennst wieder mit Klopapier los. Wo hat denn jetzt einer hier Klopapier auch mal hier was runtergenommen? Keine Ahnung. Ja, da ist ja voll. Dann hat hier einer was. So, ne? Genau, füllt auf da die Palette. Jetzt ist Klopapier schon wieder alle, ne? Hier. Jawohl. So, bestellen wir ja gleich nach. Wenn der Tag zu Ende ist. So, die 4-3 Doppelten, die laufen hier ganz gut mit diesem großen Lager. Müssen sich nicht um irgendwelche Regale rumschlängeln und in der Mitte, die in der Mitte stehen. Das ist schön. Ne? Finde ich. So, und auch das hier. Ach, wir sind schon fertig mit dem Tag. Sehr prima. So, dann sind alle Kunden raus. Wir gucken mal lieber noch mal um die Ecke. Manchmal versteckt sich noch einer irgendwo. Gut. So, hier haben sie mich rausgenommen. Ja, dann können wir mal den Tag beenden. Ja, na, ich hatte früher immer mehr Kunden fanden die Produkte zu teuer als die zufriedenen Kunden. Ne? Und das habe ich eben, wie ich vorhin schon sagte, in dieser Config für den Autopreis-Updater eben geändert auf 1.0 den Multiplikator und die Aufrundung auf 50 Cent. So, wir haben ja jetzt hier einen Haufen investiert, weil ich da die Paletten aufgefüllt habe. So. Jetzt haben die über Nacht, ich habe wie gesagt auch diesen Nachtschicht-Mod drin, das heißt, die Jungs, die arbeiten auch über Nacht und füllen am Morgen bloß noch die Reste auf. Ne, das, was sie gerade so in der Hand haben, das füllen die auf. So, hier konnten sie nicht weiter auffüllen, weil ja nichts da ist. Alles andere, was im Lager ist, haben die ja aufgefüllt. So, ne, hier hat die eine Milch gefehlt, die ist jetzt auch wieder drauf. So, bist du fertig? Ja, hast du fein gemacht. So, ihr steht alle hier draußen. Jetzt geht's weiter. Es gibt eine geile Mod. Früher waren wir ja immer, oder war ja das immer so, was mir auch so vom Kings. Wir mussten immer so von Hand scannen, ne? Mit der mittleren Maustaste, mit dem Handscanner, dann, ne? Und mit gedrückter Stringtaste trotzdem immer alles abfahren, damit alles aufgefüllt wird. Und das ist ja vielleicht noch so im Einzelhandel oder so im Privatleben ist das ja vielleicht noch so, aber Supermärkte arbeiten ja anders. Da geht die Bestellung über die Kasse, ja, das, was da eben abverkauft wird, ist ja dann Minusbereich und geht in die Bestellliste automatisch. Ne? So arbeiten ja heute Supermärkte mit ihrem Bestellsystem. Oh, guck mal, habt ihr auch voll gemacht, ist aber schön. So. Und da gibt es eine geile Mod, die heißt, zeige ich euch, Riffel All. So, da drückt ihr einmal drauf. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine bessere Position finde, wo man das schön sieht. Hier zum Beispiel. Na, Klopapier ist ja alle. So, dann sieht man das ein bisschen. So, Riffel All. Dann bestellt der alles, was leer ist, im Lager. Bestellt er, trägt er automatisch dann ein. Man muss nicht mal rumlaufen und alles anklicken. Oder mit STRG und dann anklicken. Einfach Refill All anklicken und dann bestellt er alles, was da ist. Und bums, alles ist aufgefüllt. Ja, er füllt jetzt noch hier Klopapier auf, wie gesagt. Ne, aber alles ist wieder voll. So, das ist, was ja ein modernes Bestellsystem hat. Über die Kassen.
Ne, er füllt jetzt hier auf. Wir können schon eigentlich den Laden wieder aufmachen. Oder wir warten mal noch, bis der das Klopapier aufgefüllt hat. Ja, und das finde ich sehr schön. Habe ich eben gefunden, den Mod. Hier Paletten, die kostet glaube ich $250 bei den Möbeln. Können wir noch mal gucken. Na, hier Möbel, Paletten, 125, genau. Ja, coole Nummer, gefällt mir sehr gut. Na, und über die Tab-Taste kann man den Computer überall aufmachen, wo man gerade steht. Und auch wieder zumachen. Über die Tab-Taste, ne? Kann man auch hier draußen machen. Aber das kennt ihr ja auch alles. So, hat ja der Sachsen-Let's Player, der Randy, hat das ja schon alles gezeigt. So, hier, er sagt, ist genug. Klopapier drinne, aber ich sag, da packen wir noch was rein. So, warum da das da nicht bis oben hin auffüllt? So klein sind die Jungs ja auch nicht, oder? Naja, geht doch. So, egal. Ich bestelle mir jetzt das Klopapier nochmal nach und sage jetzt einfach mal Refill und dann sagt er mir, was Öl? Wie? Moment, das hatte ich auch schon gehabt, dass mir denn draußen der ganze Scheiß rumliegt. Hier, mach mal nur Klopapier. Was macht er mir hier? 10 Dinger? Da muss ich erstmal nachgucken. Öl, Basmati-Reis, fehlt da noch was? Was die eben nachgefüllt haben? Ne, der hat doch bloß Klopapier nachgefüllt, oder? So, warte mal. Lieber nochmal kontrollieren. Hier fehlt noch Öl. Kuchen. Wo ist denn alle Reis? Ist das hier Reis? Ne, das sind Nudeln, ne? Hallo? Ist egal, nee, machen wir nicht. Oder doch? Pass mal auf. Ich gehe mal das Risiko ein. Keine Ahnung, ob mir jetzt da draußen ein Haufen Scheiß rumliegt. Nee. Okay, dann hat das noch gefehlt. Gut. So, Klopapier, jetzt haben wir alles da. Wir machen mal die Bude auf. Zack. Ja, ist doch geil, oder? Kann man auf Paletten präsentieren, wie es ja auch in Supermärkten ist. Ne? Dann kriegen die palettenweise Gedöns, so wie bei den Getränken zum Beispiel. Kannst du auch mit Wasser machen. Aber Wasser wird jetzt nicht so in den Mengen gekauft, sag ich mal. Nee, mit denen geht es ja gar nicht. Die müssen ja im Kühlregal stehen. Aber, ne? Bierfässer. Zack, zum Beispiel, ne? Kaffee. Kann man da alles so auf Paletten packen. Hat man viel Speicherraum auf kleinen Platz. Ne? Also viel Platz für Zeug auf kleinen Raum. So, ne? Manchmal gibt es ja auch palettenweise Kaffee im Angebot. Kennt man ja alles. Ich habe jetzt hier Kartoffeln genommen. Na, da muss man auch das Lager nicht so groß halten hier, ne? Dann kann man das auch abspecken. Hier sind die Hähnchen drin, aber hier, ne, Kartoffeln, wenn man das vorne genug hat, braucht man hier vielleicht bloß noch die Hälfte, weil das ja länger reicht. Ne? Und man kann auch hier rausnehmen und hier was anderes hin friemeln, ne? Oder da hinten. Kann man alles machen. Ja. Das ist nur mal so kurz gezeigt. Na? Ja. Habe ich eben gefunden, wie gesagt, die Mod hier mit den Paletten. Dachte ich, ja, das probierst du gleich mal aus. Na? Und stellst du mal hin. Also die funktionieren eben wie Regale, ne?
Sollte man im Regal haben, so habe ich es gelesen in der Beschreibung. Man sollte also das Produkt einmal im Regal haben. So habe ich es gelesen und verstanden. Also dachte ich, ja, dann lässt du mal ein Slot mit der Milch im Regal, weil das war ja auf beide Slots hier aufgeteilt, ne? Hier war ja auch Milch. Ne? Die haben immer ein Problem hier mit ihrer blöden, hier, ne? Mit ihrer blöden Seife, Handseife. Ey, 2,35 $ und bei 2,50 $ macht ihr einen Affen hier. Unglaublich. So, das macht sich ist auch bewährt hier, ne? Mit den 16 Truthähnen im Ding ist im Kühl, ne? In der Gefrierkiste hier, dann sind die auch nicht so schnell alle. Bei den Pommes und Pizza braucht man das nicht, ne? Da sind genug da und das sind ja genug drinne von Hause aus in diesen Standarddingern. Deswegen habe ich hier auch helle genommen, um die einfach zu unterscheiden, ne? So. Ne? Früher sind zwei Kunden dran gegangen, dann waren die Dinger leer. Brauche ich ja nicht. So. Das werde ich dann auch reduzieren hier. Die Kartoffeln im Regal, das muss ja nun nicht mehr so viel, die liegen ja auch jetzt auf Paletten. Ne? Das kann ich mal machen, wenn der Tag rum ist. Weil da kann man wieder für neue Lizenzen, neue Produkte, kann man sich Platz im Regal schaffen. Ne? Für Regalware. Ich finde das cool, weil das immer realistischer wird, ja, weil so. Ne? Paletten findet man ja oft im Supermarkt, Kaufland und Gedöns, wenn du da so hingehst, gibt es ja viel, gerade auch die Getränke, ne? Das ist immer meistens auf Paletten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Wasser gibt, was nicht ins Kühlregal muss. Weiß ich gar nicht. Ist ja auch Quatsch, dass das alles ins Wasser ins Kühlregal muss. Finde ich irgendwie nicht realistisch. Ne? Hier so solche wie diese ganze Soda-Geschichten, ne? Diese Sprudelgedöns, ja, kann man machen, ne? Aber das alles, was er ins Kühlregal muss, nee, kann man ja eigentlich auch palettenweise hinstellen, ne? So, also das werde ich dann mal testen, die Tüften hier reduzieren und dann sollen die von den Paletten nehmen. So. Klopapier. Ja. Schauen wir mal. Wir werden mal am nächsten Tag nichts bestellen. Und mal gucken, ob sie das von den Paletten runterkrabbeln. Bin ich mal gespannt. Wir bestellen mal einfach nichts. Ich meine, ist ja aber noch da, ne? Klopapier haben wir jetzt ja nachgeordert. Ist ja alles da. Die drei Dinger hier. Leute, kauft, guck mal, Klopapier. Hier. 16,29, 16,50, das ist nicht teuer. Also nicht weit über den Marktpreis. Hier, 5,50. Ne? 5,42. Kann man mit leben. Sind nicht die großen Gewinndinger, Marge, ne? Aber immerhin 1,94, 2, ne? Aber da macht es die Menge. Blondes Wett. Hier. 3,02 $. Ey, du bist nicht in Berlin, ne? Du bist in Amiland hier. Ja, das wollte ich auch noch so erzählen, ne? Also viele machen sich oder einige machen sich ja Euros da oben hin, ne? Die Mod hier wird alles in Euros hinfummelt. Ist komplett unrealistisch. Das ist ein Ami-Spiel und das sind Ami-Preise. Und die gibt es eben in Dollar. Ne? Wenn du die Euros, die Produkte sind ja viel zu teuer für Euro. Ne? Das sind Ami-Preise.
Und deswegen werde ich dort auch nicht auf Euro umstellen. Außerdem gibt es auch keine 1-Euro-Scheine. Na, das ist Quatsch. Na, und wer sich so hier anguckt, Auswandern, hier leben USA oder Sissi die Auswanderin, wenn die dann mal in die Supermärkte ab und zu gehen und uns die Preise zeigen über YouTube in ihren Videos, ne, da denkst du, ja, ne? Das ist ja ein Ding. Ne, da kostet ein Glas Marmelade 12,50 $. Ein Glas Marmelade. Ja, so als Beispiel. Oder Eier, 10 $ noch was und hast du nicht gesehen. Na, das sind eben alles hier die Ami-Preise und keine Euro-Preise. Deswegen lasse ich das auf Dollar, weil das dem nämlich entspricht. Das sind so die Preise. Na, da haben wir uns gewundert, wie jetzt? Was so teuer? Ja, guck hier. 9 $. Ja, okay, ist auch gerade 9 $. Ne? Milch, das ist realistisch. Da bezahlst du für eine Gallone 7 $ oder noch mehr sogar, ne? Also, oder 9 $. Also, das ist alles realistisch. Deswegen nicht auf Euro umstellen, weil das bringt nichts. Was ich noch machen will oder versuchen will hinzukriegen, mit diesem Textur-Replacer. Und dann gibt es ja auch neuerdings eine Mod für die ganzen amerikanischen Produkte. Da hat sich jemand hingesetzt und hat für alle Produkte die neu texturiert mit amerikanischen Originalprodukten. Das will ich auch noch mal machen. Na? So, aber ich will sehen, dass die hier von den Paletten. Ach, guck mal, hier fehlen ja zwei. Na, die zwei wurden schon runtergekrabbelt. Ich will sehen, dass die das hier abräumen. Ich bestelle mal jetzt nichts. Wir haben ja noch genug im Regal und im Lager, also. So, alle raus hier. Dann lassen wir die Jungs mal hier in der Nachtschicht rummachen. Ne? Jungs, ihr macht über die Nacht weiter. Ihr kriegt ja auch gut bezahlt. Ne? Und wir beenden mal den Tag und lassen die Nachtschicht arbeiten. So. Ne? 7 fanden die Produkte zu teuer, gibt immer welche. Aber schön. Oh, wir haben 3.637 Dollar Profit gemacht. Nicht Umsatz. Umsatz haben wir 7.484. Das ist der Umsatz. Das ist das, was man an Ware umgesetzt hat. Na, dann abzüglich der Bestellkosten, Miete, Rechnungen und Lohnkosten, bla bla, haben wir einen Profit gemacht, ne, von 3.637. Das ist nicht der Umsatz, das ist der Profit. Ne? Einkommen ist oben, der Umsatz, die 7.484, das ist der Umsatz. Ne? Und das ist der Gewinn. Jo, neuen Tag. Der Markt schließt sich automatisch. Ne? Das ist, haben auch einige irgendwie, weiß ich nicht, hatten das, dass der Markt dann immer offen war oder was. Das ist, keine Ahnung, hatte ich noch nie. Ging immer zu. So, ihr füllt hier noch den Rest auf. Hier, die Nachtschicht hat gearbeitet. Die haben die letzten Sachen jetzt hier in der Hand und wir machen mal einfach die Bude auf. So. Ne? Ja, Milch ist auch noch da. So, ist die Milch hier jetzt weg? Nee, zwei Kisten sind da noch. Okay. Ach nee, hier sind auch noch zwei. Warte mal, da wir das ja auf der Palette haben, ne? Brauchen wir hier die nicht mehr bestellen. Wir haben ja jetzt viel mehr Palettenware. So, das gleiche könnte man jetzt dann auch mit dem Klopapier machen. Wir haben ja viel mehr auf der Palette. Aber gut, dazu müssen die das erstmal wegkaufen. Gut. Dann offen ist ja. Mal gucken. Weil dann brauchen wir nicht mehr so viel Milch bestellen hier. Das reicht. 4 Stück. Na? Das ist doch schön. Was schleppst du denn jetzt dahin? Und das ist das Schöne, ne? Man sieht dann, was die gerade in der Fuchtel haben. Kaffee. Na? So, der Laden läuft. Und dann ist das schön. Sieht man immer, was die gerade im Beschlag haben, was sie gerade auffüllen.
So. Im Prinzip kann man hier auch einen Slot Klopapier leer machen, ne? Hat man ja jetzt hier auf der Palette. Viel mehr drauf. Was sind da mehr drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 24 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, hier haben wir auf der Palette mehr als im Regal überhaupt Platz hat. Finde ich cool. So, na, da ist ein Schildchen dran. Hier kaufen Sie unser Klopapier, ne, aus gefällten Bäumen. Na, mit Klebstoff, mit chemischem Klebstoff, damit es zusammenhält. Ne, nehmt bloß kein Nutzhanf und macht daraus Papier, weil da braucht man nämlich keinen chemischen Klebstoff und braucht keine Bäume fällen, weil Nutzhanf wächst 4 bis 5 Meter hoch und kann man viermal im Jahr ernten. Nee, das ne, geht ja gar nicht. Da holen wir lieber Bäume weg. Ne? Und das ist genauso ein Schwachsinn mit den Papiertüten. Ne? Keine Plastiktüten mehr, nur noch Papiertüten. Ja, aber für die Papiertüten werden Wälder abgeholzt. Und da kann mir keiner sagen, dass das immer recycelt ist, weil Holzfasern, die zu Papier zu machen, bedarf sehr viel Chemie und Klebstoff. Und das kann man alles machen, wenn schon Papier, alles aus Nutzhanf. Nicht diesen Kiffhanf, sondern Nutzhanf. Ne? Da kannst du Möbel draus bauen, Autokarossen draus bauen, Klamotten, Papier. Ne? Und. Kann man machen. Wird nicht gemacht. Gab's alles schon. War alles schon da. So, hier, ne? Milch, drei fehlen. Das funktioniert. Tüften, naja, die nehmen es aus dem Regal. Ne? Das kann man auch sehr. Ach ja, das wollte ich ja reduzieren. Ne? Oder machen. Das können wir ja auch machen. Tüften. Ja, so schnell bin ich wieder nicht. Könnte man ja mal gucken. Dazu müsste ich die Restocker mal stoppen. Ich halt euch mal an, Jungs. Bringt mal euren Kram weg und stellt euch draußen hin. Ich will das mal probieren. Genau, ihr zwei geht schon raus. Sehr schön. So, die beiden. Du bringst sie raus. Ihr könnt gleich weitermachen. Ich will nur was probieren. Du kommst auch raus, du kommst auch raus. Sehr, sehr schön. Weil dann kann ich nämlich hier mal die Tüften rausnehmen. Dann nehme ich mir mal einen Karton aus der Hosentasche. So. Schmeiß den mal da hinten in die Ecke. Warte mal, den muss ich zumachen. Sonst funktioniert das nicht. C und G, sonst kann ich mir keinen neuen Karton nehmen. Noch ein Karton. So, zumachen. G. Stell hin da. So. Kann ich nämlich die Schilder abmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir den Slot auch noch leerräumen hier. Guck mal, passt noch genau rein. Sehr schön. So, du auch dahin. So. Können die Schilder hier auch ab. Und so hat man wieder Slots frei, ne? Regalfrei. Weil jetzt steht er jetzt auf Paletten. So, guck mal, hier können wir noch inne. Komm mal du hier rein und geh mal dahin und dann ist das schön. Dann können wir das wegschmeißen. Ja, so kann man immer rumexperimentieren, ne? So. Weil ich will mal sehen, wenn die Tüften alle sind, ob die dann hier, die müssen mal von der Palette runter. Ist ja alles Experiment. So, dann können die Restocker weitermachen. Jungs, rennt. Jawohl.
Na. So. Jetzt ist ja gleich, ne? Ich will mal gucken, ob ich die... Das sind noch vier, das sind fünf. Hör mal, weg. 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 Genau. Haben wir überhaupt schon Platz für Kartoffeln? Nee, da haben wir... So. Ja, so kann man sich Platz schaffen in der Regale, indem man das auf die Paletten packt. Na, guck mal, jetzt haben sie hier auch doch was weggenommen. Ja. Und hier Milch fehlt auch schon eine ganze Menge. Eine Reihe und ein paar zerquetschte. Also, es funktioniert. So. So, die Hühnchen, also die Truthähne, ja. Und die Kartoffeln werden jetzt aber nicht alle. Aber da ich ja dieses Bestellsystem habe, eins, zwei, drei, schmeiße ich die mal weg. Krieg die Tafel. Na, ich will hier keine Kisten rumzustehen haben. Wurscht, kriegt die Tafel. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld haben, ne? So ist es ja nur auch wieder nicht. Na, was da so reingeht in diese Tonne. Unglaublich. So, sind die auch gleich fertig? Ja, guck mal, Milch, ne? Geht. Ich will das mit den Kartoffeln probieren. Ich halte die Restocker gleich an, wenn die Kunden raus sind. Sind ja jetzt auch die letzten, ne? Ja, keiner mehr da. Alle hier und keiner da. So, dann tschüssen. Pause, die Restocker. Ihr sollt mal jetzt aufhören, ne? Restockers Pause, will finish current job and wait. Das können die sie auch tun. Genau. Einer. Wo sind die anderen? Ah, da kommen noch zwei. Und der andere? Ach, der ist noch da hinten. Der hat noch den letzten Karton, den er da auffüllt. Hast du den leer gemacht? Ist der leer? Hallo? Tatsächlich. Okay. So. Ihr könnt gleich weitermachen, Jungs. Ich will die Kartoffeln hier raus haben. Also, dann nehme ich nochmal hier einen Karton. Rin. Rin. Ich schmeiß den weg, weil das Regal ist ja voll. So, tschüssen. Für die Tafel. Ne? Da kommt immer die nachts und dann. So. Das ist ein Test, habe ich noch nicht gemacht, weil ich habe mir das ja eben erst. Runtergeladen. So, weg, weg. Guck mal, da haben wir zwei Regale frei. Das ist unglaublich, oder? Und fucking fassbar. Komm, kannst auch weg. So. Jetzt könnt ihr, warte mal, das können wir doch auch mit der Milch machen. Das können wir auch mit der Milch mal probieren. Wenn schon, denn schon, machen wir das, ne? Komm hier, Milch, Karton. Hier passt die ganze Dings ran. Passt ja hier alle auf. Sehr schön. Du bist eins und zwei. Hier ist jetzt voll. Schmeißen wir auch mal weg. Oder? Warte mal. Milch. Milch hatten wir. Ach da, zwei Slots hatte ich gesagt. Brauchen wir ja bloß. Dann kommt die auch weg. Da mache ich gar nicht rum jetzt hier, ne? Das ist hier alles für die Tafel. Ne? Hier oben nochmal. Komm. Renn damit.
super. Schmeiß mal weg. So, guck mal, was man hier Platz gewinnen kann. Ne? So. Komm mit, kriegt die Tafel oder wer auch immer oder Krankenhaus oder was. So, ihr könnt weitermachen, Jungs. Bitteschön. Ihr habt zu tun, ihr macht jetzt auch Nachtschicht, weil der Tag ist herum. Mit Klopapier kann man das auch machen. Ja, natürlich. Guck mal, dann werden wir mal hier gleich hier weg. Weg. So. Ja, dann nehme ich mir da auch nochmal einen Karton. Du darin. Darauf. So, Karton wegschmeißen und hier Schild abmachen. Und hier auch. Guck mal nochmal her. Da passt noch was drauf. Du. Weg. Schild ab. Und hier passt bloß noch. Ne, zwei passen noch drauf, ne? Zwei. Weg. Damit die Restocker nicht kommen. So. So, pass mal auf. Weg. So. Und wieder ein Regal leer. Ich will gucken, ob die Kunden da jetzt direkt zugreifen. Weil ich, wie gesagt, gelesen habe, muss immer einmal Ware irgendwie im Lagerregal sein. Aber das will ich ausprobieren. So, wir haben die Milch weg. Wir haben die Kartoffeln weg. Ey, warte, ich hier Platz hab. Unglaublich. Unfucking fassbar. Und wir haben ein Klopapier raus. Was so unfassbar viel Regal braucht. So, das heißt, wir lassen jetzt hier eine Nachtschicht machen. So. Und starten mal den neuen Tag. Die räumen jetzt das letzte Zeug ein. Weil da warte ich immer, bis die eingeräumt haben. Das, was sie da in der Hände haben, die müssen alle vier draußen stehen und dann mache ich erst Bestellung. Er bringt noch ein paar hier, ne, da Truthähne weg. Kann er ja machen. So. Bist du fertig dann? Nee, er geht nochmal los. Was holst du denn dann noch? So. Na? Also das ist voll. Guck mal, hier kann man so viel Platz schaffen für neue Produkte, ohne dass man sich groß Regale kaufen muss. Ich finde das ja irgendwie cool, ne? Tüften, Aufpalette, hier Milch auf Palette. Wäre cool, wenn das mit Wasser auch gehen würde. Ne? Aber kann man ja mit allen anderen Sachen machen, die jetzt im Regal sind. Ne? Mit Brot, mit Mehl kann man machen. Mehl gibt es auch mal auf Paletten, ja? Gibt es auch. Man kann sich so viel Platz schaffen, ja. Da stellst du hier so einen Klotz hin, so eine Palette, ja, hier. Und dann kriegst du da Unmengen Zeug rauf. Das ist doch genial. Ich finde das spitze. So, bist du fertig? Seid ihr durch? Hier, nichts rot, alles. Ihr seid draußen. Dankeschön. So, dann kann ich erstmal wieder Bestellung machen. Und dann machen wir die Bude wieder auf. Einmal Riffel all. Jo, wir haben ja einen Tag nicht bestellt. Und alles ist voll. So. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Ja. So. Dann machen wir die Bude auf. Was auch immer ihr jetzt danach füllt. Was füllt ihr denn noch? Okay. So Kleinkram, ne? Weil wir einen Tag zu hatten. Also einen Tag nicht bestellt hatten. So, bin ich mal gespannt. Tüften, naja, die müssen ja hier irgendwie ankommen an der Kasse. Ich beobachte das immer gerne. Ne? Ich bin da so der Hingucker. Die Paletten sind jetzt alle voll. Und dann gucken wir mal nach.
So, rein in die Hütte hier. Zügig, zügig. Mädels kauft. So. Finde ich gut. Ob das auch ohne Regale funktioniert. Na, irgendwer wird schon vielleicht auch meckern, habe keine Kartoffeln gefunden, no potatoes, keine Ahnung. Kommt, kauft Klopapier, kauft Kartoffeln, kauft Milch. Irgendwer kommt schon. Ja, wenn das funktioniert, dann ist das doch supi. Spart man sich viel Regalraum. Kann man die Fächer für anderes Gedöns nehmen. Ja, müssen wir aufpassen hier an der Kasse. Ob die da Klopapier mitnehmen. Und Zeug. So. Klar. Klopapier, siehst du? Geht doch. Ne? Weil Regal ist ja leer. Nur Palette. So, mach mal hin hier. Guck, Milch, geht. Funktioniert. Super, das gefällt mir aber, dass das so geht. Weil irgendwie hatte ich verstanden, das muss im Regal sein auch und dann geht es auf Palette, aber geht auch so. Ja, prima. Oder vielleicht muss man da zum Einweihen oder was weiß ich da, dass da irgendwie die Trigger gesetzt werden für erstmal im Regal und dann kann man es rausräumen. Keine Ahnung, muss man gucken. Jedenfalls mit Milch und Klopapier. Da, Kartoffeln sind auch dabei. Ja, schön. Prima, da, wieder tüften. Guckt euch das an. So, ihr könnt auch tüften auffüllen dann, ne? Das ist auch nochmal was wir kontrollieren, da das auch ordnungsgemäß aufgefüllt wird. Na, guten Tag. Und wenn das alles so läuft, wie mit einem Regal, dann ist ja schön. Dann freue ich mich ja. Dann macht das ja auch Spaß, einfach irgendwie was Neues zu machen. Kannst du einen kompletten Palettenladen bauen. Ohne Regale. Machst einfach eine Palettenbude. Reihe neben Reihe. Ja. Dann sieht's aus wie bei Machola Machala, ne? Hier im orientalischen Tempel, Bazar. Guck mal, Klopapier, das geht doch. Da gucken wir mal nach. Klopapier. Ne, eine Lage ist schon weg, oder zwei. Also, das geht. Preise werden auch angepasst. Mal tüften. Ja, cool. Coole Nummer. Das gefällt mir. Ich bin vergeistert. Das geht ja supi. Und so kann man sich völlig neuen Platz schaffen, ohne sich da neue Regale aus Platzmangel nicht hinstellen zu können. Ja, der Satz war gut, ne? Ja. Guck hier, bei das ganze Bier, ne, kann man sich auch eine Palette hinstellen für Bier. Das kann man auch machen. Ne? Wie sieht es denn aus bei Bier? Bierfässer. Ach naja, die füllen das ja immer gut nach. Aber da oben, ne? Die großen Klamotten, ja, die kann man auf Palette packen eigentlich. Ne? Die großen Klamotten. Bierfässer, Klopapier, Kartoffeln, diese Milchdinger. Ne? Dort kann man auf Paletten packen.
Das gefällt mir ja. So, das Bestellsystem ist geil, ne? Weil im Prinzip ist das so wie Pseudokasse, ne? Automatisches Bestellsystem. Also hier in dem Fall ist es halbautomatisch. Ne? Aber gut, ich meine, im Supermarkt musst du das auch bestätigen. Da sehen die den Warenausgang und alles, was rausgeht, wird ab einer bestimmten Anzahl, was so diese Packungsgrößen sind. Die gehen dann automatisch auf die Bestellliste. Und dann wird das auch bloß am Ende des Tages abgesegnet, also angeklickt, und dann sind die Bestellungen raus beim Großhändler. Ne? Also das ist im Prinzip nichts irgendwie Cheaten oder so, sondern das ist realistisch. Ne? Nur so ein kleiner Tante-Emma-Laden, der geht dann durch und das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ne? Geht vielleicht auch über ihre Scannerkasse noch. Aber das ist eigentlich so, wie Supermarkt-Einkauf dann auch funktioniert, ne? Über die Kasse. Da wird ein Minus am Warenbestand reingerechnet und der fehlende Bestand wird bestellt. Ist also für mich ist das auch kein Cheaten oder Gedöns, sondern das erspart viel Arbeit. Das rumgerenne und abgescanne, wie viel und hast du nicht gesehen, das kann man am Rechner mit einem Klick machen. So wie das eben real ist. Finde ich cool. Na? So, nur quatsche ich hier und wir gucken zu, was hier so über das Kassenband läuft. Ja, ist ja der Tag schon wieder rum, ne? Guck mal, wir haben noch Tüften, wir haben noch Milch, wir haben noch Klopapier und die Restocker haben sich nicht blutig gelaufen, ja? Ist doch cool. Das finde ich geil. So. Und das kann man jetzt hier hinten, ist ja auch noch sogar mehr Platz, ja, das kann man auch für die Bierfässer machen. Dann ist da wieder ein Slot frei, ne? Dann kann ich mir da ein Fünferregal hinstellen. Ja, ne? Für was auch immer. Und das werde ich auch dann gleich machen. Wenn die Ladies hier, ne? Du auch. Fertig werden. Ich bin aber groß, ne? Das sind aber kleine Mädels hier. Hallo? Weil du ein bisschen Bonsai? Oder was? Du bist groß. Uiuiui. Das ist, ne? Hier so. Meine Kusshöhe. Aber irgendwie läufst du komisch. Du auch. Du bist ja klein hier. Naja. Ja, aber fertig werden, Mädels. Hallo? Du siehst aus, als wenn du zu lange Supermarkt-Simulator gezockt hast, oder? Schnell eine Pizza mit Käse in den Ofen, wa? Ach nein, Kotelett. Steak. Steak mit Käse drauf. Und Spiegelei. Genau. So. Ja, cool, ne? Finde ich jedenfalls, du willst auch weiter zocken. Machst du schnell einfach hier. Du hast die Milch vergessen für deine Cornflexe. Oder machst du die mit Cola? Naja, warte doch mal. Du machst das schon. So, sind jetzt hier alle raus? Alle Grazien? Mädels? Das sieht jetzt so leer aus, ne? Ich hab das mit euch eben erst alles gemacht, ne? Das ist, ihr seid da live dabei. Das sieht so leer aus. Da kann ich da. Aber ich glaube, es gibt ja noch mehr Sanitätsprodukte, die dann hier rein können. Ne? Ich finde das nur irgendwie realistisch. Ja, hier Klopapier, ne, auf Palette ist bei uns im Penny auch so. Wenn die Sonderangebote haben, dann kommen da palettenweise Klopapier und stell die einfach hin. Ne? Hier die Haarmilch. Ne? Genauso. So. Der Tag ist durch. Wir warten jetzt nicht. Wir lassen die Jungs Nachtschicht machen. Warte mal, was wollte ich? Ach, die Bierfässer wollte ich da noch raus haben, ne? Jungs, dann haltet mal an. Dann bestelle ich mir noch eine Palette. Oh.
Macht ja nichts, ich kann mir ja eine Palette bestellen. Für die Bierfässer, pass mal auf. Hier, Möbel, Palette. Ja, das packt mir immer zwei rein. Das ist dieses automatische ne, Bestellsystem. Ich brauche bloß eine. Morgen früh. Gut. Dann könnt ihr weitermachen hier. Ihr sollt ja Nachtschicht machen. Hammer. Hammer oder Hammer? Hammer. Ich finde das Hammer. Ich finde das überhaupt alles Hammer. Das hat sich so entwickelt, das Spiel. Da denke ich mir, eigentlich braucht der Entwickler gar nicht mehr weiterentwickeln. Da braucht bloß noch hier ein bisschen an der Grafik-Engine was rumpupeln, dass das besser läuft bei Licht. Und dann ist das gut. Alle anderen machen eh die Modder. Ne? Und da habe ich meinen vollen Respekt an alle Modder, die hier sowas bauen. Absolut der Oberhammer. Auch mit den Truhen, ne? Dass man hier so eine doppelte Menge reinkriegt. Ja. So. Jungs, ihr macht Nachtschicht. So. Ja. So. Ja, wir haben alles aufgefüllt, was jetzt erstmal so da ist. Ne? Die Milch ist wieder voll. Klopapier ist ja noch am Bringen. Ja, haben wir noch was da? Ich kaufe ja sowieso dann ein. Ach, hier ist Klopapier. Ja, ist noch. Aber da räumt das nicht voll bis oben hin, oder? Nochmal die Hähnchen. Also die Truthähne. Nö, er sagt, Klopapier muss nicht bis oben hin. Reicht ja auch so, sagt er. Gut, ist auch okay. So. Wenn du fertig bist, dann stoppe ich euch mal, damit ich da das Bier rauskriege. Er geht nochmal los. Womit denn? Ach, nochmal. Hallo? Echt so viel? Ah, die kochen gut, ne? Du kommst da nochmal, ne? Weil einmal fehlt oder zweimal fehlt oder was ist hier? Du kommst nochmal oder stellst dich draußen hin? Er kommt noch einmal. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Jawohl. Danke. Ja. So, das ist auch noch so eine Sache für diese Hosentaschen-Mod, ne, wo man die Kartons aus der Tasche ziehen kann. Hier. Warte mal, wo kann ich das zeigen? Er rennt ja nochmal los wegen ein Hähnchen da. Wegen ein so ein Truthahn. Ne, deswegen da sind immer dann alle Dinger rot. Die ja auch leer sind. So, pass mal auf. Guck mal hier. Du kannst auch auffüllen. Mit dieser... Hier, Klopapier. Ein Karton nehmen. Sind ja immer vier drin und da sind drei drin. Ne? Hier ist ja bloß einer drin, ein Klopapier und da sind drei drin. Du kannst auch den Karton nehmen und die eine da reinmachen. Und dann ist das Ding jetzt hier leer. Ja, das kannst du jetzt wegschmeißen. Das geht auch einfach und dann wird das aufgefüllt. Ne? Da musst du nicht die Kartons nach vorne räumen, die mit den zwei Dingern nach vorne. Und nee, kannst du alles so mit dieser Hosentaschen-Mod machen. Also wo du den Karton aus der Hosentasche ziehen kannst. So, passt mal auf, ihr macht mal jetzt eine Pause. Ich will... Ding hier bestellen. Nämlich hier. Habe ich ja schon drin. Zack. So, mit Tab raus aus dem Rechner und die Palette hinstellen für das Bier. So. Das stelle ich mal zur Feier des Tages hier hin. Kann man mal so machen. So, dann hole ich mir einen Karton aus der Hosentasche. Mach den auf und schmeiß da das Bier rein. Und schmeiß das hier auf. Und du noch. So, damit die nicht losrennen und das auffüllen. Aber das ist, glaube ich, auch nichts im Lager. So.
Warte mal, was ist denn das hier? Was ist denn das? Du weg? Du weg. Hä? Moment. Hier soll sowieso ein anderes Regal hin. Das packen wir mal ein und das können wir auch verkaufen. So, hier soll so ein Fünferregal hin. Hier. Möbel. So ein kleines, schmales Fünfer. Wo seid ihr? Narrow Shelf. Ja. Eins. Kann ich das mal sehen? Grau, das ist jetzt ein dunkles, ne? Habe ich mich da... Komm, pack mal aus. Eins, zwei, drei, vier... Da kommst du ja schon wieder mit... Was ist das denn hier? Das will ich nicht. Weg damit! Wie kommt da der Preis hin? Warte, wir können gleich draußen bleiben. Hier haben wir doch 5 Tierschelf. Hier. Das ist ein kleines, ne? 1. Zeig mal. Genau. Komm mit. Kannst hier rein. Dich will ich hier hin haben. Ein Fünfer. Zack. Ja, dann habe ich natürlich einen Mod, dass du alles überall hinstellen kannst, ja. Und hier nichts rot wird. Hör mal so. 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 So, ne? Das wird dann nicht rot. Das kannst du denn schön zusammenstellen und. Nee, du bist zu weit. Du musst noch ein Stück rüber. So. So, du kannst weg. Das Bier habe ich da schon drauf, ne? Dann können die ja hier weitermachen. Die Einräumer. Mit dem Zeug zu Ende machen, womit sie angefangen haben. So. Nee, ist nichts mehr da, nichts Bier, ne? Nee, alles alle. Ja, wir müssen jetzt auch bestellen. Wir müssen ja auch bestellen. Also alles auffüllen. Batsch. So. Jetzt könnt ihr noch Bier rein hinstellen. Das kann ich dann auch nochmal nachbestellen. Ja. Coole Nummer. Sind alle vier unterwegs on Tour? Nee, du rauchst nur eine, wa? Brauchst nicht. So. Ja. Schmeiß mal immer rauf. So, ne, da haben wir jetzt wieder so ein kleines Regal mit 5 Fächern. Da kann man dann wieder neue Produkte reinschmeißen für eine neue Lizenz. Da muss ich dann mal gucken, was ich da drauf mache. Ich habe ja noch lange, ne? Andere Gamer sind ja viel weiter mit ihren Lizenzen, ne? Die haben ja alles. Ne? Und ich kann immer noch nicht begreifen, dass manche Gamer da das ganze Video über Kartons von der Straße räumen, ins Lager bringen, zu Fuß, selber. Das ganze Video ist für mich ein Einräumvideo, ein Lager-Einräumvideo. Ne, die haben zwar ihre Restocker, die den Laden auffüllen, aber die rennen das ganze Video Kartons reinbringen. Da denke ich, das schalte ich ab. Das hat mir eine Weile angekickt, aber wenn du da so Livestreams machst,
guckst und da siehst du nur Riesentürme bis zum Himmel, hunderte Kartons. Die werden von Hand reingebracht. Da denke ich, ne. Dafür gibt es Lieferanten. Die räumen das ein, weil der Spieleprogrammierer, das sind immer so Gerüchte, die ich auch gehört habe in Videos, dass das nochmal kommen soll, dass dann eben die Lieferanten oder extra Angestellte sind, die das von draußen nach drinnen ins Lager räumen. Das würde ich dann auch wieder machen, aber im Moment, nö. Gucke ich mir doch nicht ein Video an auf YouTube, wo da stundenlang hier Kartons weggeräumt werden. Das habt ihr alle, ne? Ihr habt noch nicht bis fertig. Das sehe ich gerade. Gucke ich mal. Was machst du mir jetzt hier rein? 15 Artikel. Hat das alles noch gefehlt? Habt ihr nachgeräumt, ne? Ich hoffe mal, dass jetzt nichts auf der Straße rumliegt. Das hatte ich nämlich auch schon. Nee. Ja, dann hat das noch gefehlt. Ne? Weil die ja hier noch wie blöde vorhin hier alles rausgerissen geholt haben. Aber gut, dann ist das Lager ja voll. So. Ist das nicht fantastisch, was hier rufiert? Immer gucken, wie viel da hier noch ankommt. Da kriegst du doch Zeug rauf. Da denkst du, ja, das ist schön. Ne? Hammer. Hammer, er kommt bestimmt noch. Mal gucken, ob er noch eine Schicht Umruf baut. Komm mal. Oder hast du gesagt, nun ist Schluss, oder wie? Oder denkst du, das reicht? Der denkt, das reicht, ne? Wo rennt ihr jetzt denn noch hin? Was nun los? Ach. Wie jetzt? Guten Morgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, guck mal, geht doch. Na, ist das nicht schön? So, jetzt habt ihr es aber, ja? Dann dürfte jetzt bloß noch Bier fehlen, ne? So, dann bestellen wir das jetzt auch nochmal nach. Dann machen wir das mal. Mal gucken. Bier. So. Jetzt ist alles wieder voll. Krass. Gefällt mir. Guck mal, was wir hier regalfrei, zwei Regale frei durch die Paletten. Hier dritte Regal frei. Hier vierte Regal frei. Hammer, oder? Das war sowieso frei. Fünf Regale frei. Ist das genial? Das ist genial. So, das soll es gewesen sein. Und ja, dann sagen die 4-3 Doppelten mal tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Ich mache jetzt die Bude wieder auf. Und bis dann. Ciao. Hier. Meine Ecke. Der Laden überhaupt.